Als wir wirklich dann wussten, okay, wir können in Dresden den Sack zumachen, ja, da war eigentlich schon wieder diese Geilheit, diese Gänsehaut, die man halt hatte und die ich vor allem auch lange nicht mehr hatte. Dieses Geilsein auf das Spiel, die ganze Woche angespannt, ging sogar so weit, dass meine Arbeitskollegen sagten, Chrisse, hoffentlich pfeift er jetzt mal an, du redest ja nur noch von dem Spiel. Wünschen dir viel Glück, aber bitte fahr doch endlich nach Dresden. Aber für mich ein Tag, den ich mit Sicherheit nicht so schnell vergessen werde. Also ich bin ganz normal als Fan angereist am Spieltag und stand dann auch mitten im Fanblock eigentlich mit Finki und all den anderen Verletzten. Ja, ich habe mir dann vom Anpfiff schon zwei Bier reingefeuert, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt geht es mir ein bisschen besser und jetzt bin ich in der richtigen Stimmung für das Große, was noch kommen soll. Von uns eine geile Stimmung, unsere Jungs haben eine geile Stimmung gemacht, die Dresdner auch. Super Akustik in dem Stadion. Also überragend, ich weiß nicht, das ist schwer Worte zu finden, weil das echt das oberste Level ist, was du, glaube ich, als Fan erleben kannst. Ja, und was da für eine Stimmung war, war brutal. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, boah, da mitten auf dem Stehplatz und mitten in der Menge da drin und wo richtig Alarm ist, 90 Minuten, hätte man uns nicht woanders hinsetzen können, aber im Nachhinein ein Erlebnis, was ich so nicht missen will.